Ein deutschsprachiger Megastar, den nur wenige Deutsche kennen, das ist Ease. Der Rapper lebt in der Nähe von Köln, aber tourt durch die Welt. So, ich höre mal nicht mal weiter, sonst wird der Pop noch zu dick. Ja. Doch geboren ist Erik Zell in Namibias Hauptstadt Windhoek in Afrika und dort kennt ihn jeder. Namibia kaufen sogar Schuhe, Socken, Soßen, Gewürze und Trockenfleisch mit seinem Gesicht und Namen drauf. Nicht genug für Ease, der plant schon das nächste Ziel, deutsche Supermärkte. Und wie er das anstellen will, wie Ease, wie ihn Freunde nennen, beziehungsweise wie er sich auch selber nennt, steht sogar in seinem Auto. Wie er das anstellen will, das zeigt er mir heute hier. Und wir fangen an in dieser Fabrik. Hallo, I'm looking for Ease. He's here. My name is Maurice. Oh Gott sei Dank, gibt's für eine Klimaanlage. Es ist nämlich ganz schön warm in Namibia. Es ist Hochsommer gerade. 10 Uhr morgens, 30 Grad. Weißt du Bescheid? Hallo, ich habe dein Auto draußen schon gesehen. Ja, cool. Super. Ah, gut, dass es klappt. Cool. Sollen wir dir einfach folgen? Kommt einfach mit. Du musst mir gleich alles erklären. Warum hast du uns in eine Fabrik eingeladen? Ich hatte ein Meeting heute Morgen hier zu den ersten Samples von meinen neuen Lederschuhen. Ich muss irgendwie das alles in eine Reihe kriegen. Musiker, Hobbyschrauber, Schrottsammler, Unternehmer. So langsam verstehe ich, dass es Ease nicht um reines Marketing geht. Alles, was er macht, macht er, um seine Heimat bekannter zu machen. Wir haben besondere Schuhe, Musik, eine Sprache, ein Lifestyle, Fashion. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, hat sie einen super anderen, bunten Dress an. Ja, sie sehen wunderbar aus und die Brille passt auch toll zum Outfit. Okay, also ich habe ja was erzählt über einen Startup-Unternehmer, dass ich wenige Minuten später, nachdem ich Erik kennenlerne, in so einer Fabrik bin, hätte ich nicht gedacht. Alle Sachen, die ich mache, sind Sachen, wo ich 100% hinterstehen kann. Ich weiß nicht, manchmal stehe ich morgens auf und sage, hey, ich bin doch damals als Kind mit diesen Fellies überall immer durch die Wüste gelaufen. Hey, warum breche ich nicht nach Deutschland? Also so eine Ideen kommen mir dann irgendwann. Ja, dann mache ich es einfach. Es geht aber direkt weiter. Ich muss mal kurz beim Tonstudio vorbei. Komm einfach mit. Also ich muss ihn nachher auch mal fragen, weil so einen alten Bulli habe ich hier in Namibia noch gar nicht gesehen. Das ist ja auch was Besonderes. Den hat er sich da bestimmt auch irgendwoher organisiert. So wie ich ihn kenne, macht er alles. Du hast ein Tonstudio versprochen und nicht eine Bäckerei. Ja, hier wird Brot gemacht, da oben wird Musik gemacht. Das riecht gut, ne? Vom Ledergeruch zum Brotgeruch. Wie riecht so ein Tonstudio? Leicht schwitzig, weil da wird gearbeitet. Komm einfach mal mit. Ah! Besulu! Good to see you, good to see you. Du musst der namibianische Hitproduzent sein, über den jeder redet? Ease hat definitiv Energie für 4 und ich eine kurze Pause auf dem Sofa nötig. Eigentlich, denn seine positive Art, die steckt an, auch mich. (lacht) 45 Musikvideos, 37 Singles und 6 Alben hat der 39-jährige Ease bereits veröffentlicht. Das ist schon krass. Also in Namibia ist Ease ein richtiger Star. Und auch in Deutschland hat er schon richtig viel gemacht. Die deutsche Castingshow X-Factor gewann er 2018 zusammen mit seiner Band. 3-mal gewann er die Namibian Music Awards und war für den African Music Award nominiert. Ease steht ständig unter Strom, doch es gibt einen Ort, an dem er entspannen kann und den zeigt er mir jetzt. Das sieht aus wie in Mad Max irgendwie, ja, ne? Krass. Ja. Als Jugendlicher war ich hier, hab gechillt mit meinen ganzen Freunden. Das sieht ja toll aus. Doch so ganz privat sind wir nicht hier. Ease wird erkannt und angesprochen und plötzlich steht eine echte Miss an unserem Tisch. Miss Teen Namibia fragt nach einem Selfie. This is good. Wait, one more? Ja. Mit Deutschland verbindet ihn auch privat die Liebe. Seine Ehefrau und er pendeln zwischen Nordrhein-Westfalen und Namibia. Jetzt sollen auch seine Produkte in seiner zweiten Heimat verkauft werden. Ein besonderer Fleischsnack, Biltong, soll den Anfang machen. Deshalb nimmt mich Ease mit in eine Schlachterei. Wir müssen uns da umziehen. Ja, genau. Hier ist alles hochhygienisch, so dass wir das exportieren können nach Deutschland. Okay. Du musst mir eh noch erklären, warum du jetzt auch noch in Fleisch investierst. Alles, was mit Flavor, Name Flavor, alles, was mit unserem Geschmack, Gehör, Fashion zu tun hat, das möchte ich alles gerne den Leuten in Europa zeigen. Okay, gut. Ja. Hallo! Hey! Als hätten wir es geübt. Lass uns mal weiterschauen. Oh, hier riecht's krass. In Namibia wird weniger Wert auf
Muskelfleisch, sondern mehr Wert auf Fettgewebe. Das, was in Deutschland jeder versucht zu vermeiden. Genau. Stehen die Namibianer. Geil. Total. Hier gibt es ein Sprichwort, nur weißes Fleisch ist richtiges Fleisch. Okay. Also ich habe das jetzt verstanden, so langsam, dass du namibianische Produkte nimmst, ja, deinen Namen drauf klebst, weil Richtig. Ich dich dadurch besser verkaufe. Ja. Aber wie kommt diese Tüte jetzt zu unserer Verkostung? Also genau dies für mich erstmal fürs Wochenende. Der Rest geht dann hier raus und geht in Container, ja, mit meinen Bullis. Ah, da müssen wir auch gleich hin. Mein Onkel treffen wir gleich. Der Tag mit Ys ist so vollgepackt, dass ich gar nicht mitbekomme, dass wir schon 80 Kilometer in und um Windhoek hin und her fahren. Und der Tag ist noch nicht um. Jetzt zeigt er mir also seine Bullis. Ein weiteres Hobby, aber natürlich auch eine Business-Idee. Das ist Maurice. Stefan. Hallo Stefan, ich bin Maurice, hi. Und dann ist das der Onkel. Hi. Ja, krass. Hier sind wir bei der Werkstatt. Hier passiert die Magic. Okay. Und weil ich so viele habe. Wie viele sind es denn, wie viele dieser Busse? Jetzt sind wir bei 25 angekommen oder so. Wo kommen die denn alle her? Wo sammeln die? Ja. Wo sammelt ihr die denn? Die auf den Farmen rumfahren, gucken und dann wird er auseinandergebaut, schön gemacht und wieder zusammengezimmert. Wie ist es denn, wenn man so ein Energiebündel wie den Ys hat in der Familie? Das macht dann Mühe. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, ne? Warum soll ich mir so eine verrostete Schrottkarre nach Deutschland holen? Ja, weil die so alt sind und Namibia ist ein sehr, sehr trockenes Land. Das heißt, hier sind die von der Konsistenz noch sehr, sehr gut. Okay. Ja. Und dann werden die aber saniert und dann sehen, genau, die halt aus wie deiner, wie dein schicker Blauer. Richtig, richtig. Ja, Mann. Damit holst du dann auch die ganzen Produkte nach Deutschland, weil du den Container nutzt? Ich pack den Container rein, meine ganzen Gewürze und all den anderen Kram, den ich alles sonst noch so mache. Chutney, Energy Drink, Schuhe, Gewürzmischung, Bücher. Habe ich was vergessen? Ja, nur ein paar Sachen, aber egal. Die kommen dann alle da an. Vor allem das Bildung auch. Und dann. Ich würde sagen, wäre doch eigentlich cool, wenn wir uns so in ein, zwei Monaten in Deutschland mal treffen, mhm, und dann da ein bisschen rumfahren mit meinem Bulli und dann gucken wir, wie die Deutschen das finden. Ja. Also einen Container voll machen, nach Richtig. Deutschland bringen und Richtig. Dann spannend, wie Deutsche auf all das Zeug aus Namibia reagieren. Ja. Echt? Machen wir. Es hat 4 Monate gedauert, aber jetzt hat Ys tatsächlich den Sprung in die deutschen Supermärkte geschafft. In Troisdorf bei Köln gibt's jetzt ein erstes Regal mit seinem Biltong-Trockenfleisch. Doch schmeckt es auch den Kunden? Maurice! Was? Mann, ich komm zu dir! Alles klar! Ich bin wirklich gespannt, wie das ankommt. Ja. Wollen Sie was probieren? Dein Gesicht verrät gerade noch nicht sehr viel, um ehrlich zu sein. Das also, es schmeckt gut. Bisschen salzig aber, ne? Aber lecker. Also wissen Sie was? Ich gebe Ihnen eine Packung. Das kann ich nicht annehmen. Ja. Einfach nehmen, einfach zugreifen. Schön, schmeckt lecker. Ja. Schmeckt es Ihnen? Also ist top. Wir müssen noch kurz reingehen. Ich muss dir zeigen, wo das hängt. Ich bin so stolz. Was jetzt drin? Mein Bildung. Der Stand. Richtig. Ich habe es völlig vergessen. Ja. Let's go, let's go, let's go. Also in der Käseabteilung liegt dein Fleisch nicht? Nein, noch nicht. Ha. Ach. Wie cool ist das? Da ist es. Da ist so viel Arbeit drin, so viele Jahre, so viel Schweiß und Blut. Ja. Und dann ist es das erste Regal, also ein Regal. Ja. Finanziell macht das noch überhaupt keinen Sinn, aber die Liebe für die Heimat, für Namibia. Einfach sehr stolz. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich ein kleiner Junge mit so einem Biltong immer so gesessen habe, gegessen habe. Und jetzt hier zu sehen, dass Leute das zum ersten Mal probieren. Direkt neben den Kartoffelchips. Ja, genau. So, nehmen wir mal eins mit. Kaufe ich mal mein erstes Biltong. Da gehen wir jetzt zur Kasse und kaufen das. Ja. Jetzt echt? Let's go. Mit dieser Energie werden uns Ys Produkte sicher bald in noch mehr Supermärkten begegnen. Hier kommen wieder die Namen, Boys.